Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SimCity Builded. Ja, und damit auch die letzte Folge von SimCity Builded. Wir sind hier gerade im Ladescreen. Ja, das wird die letzte Folge sein, wird vielleicht so 10 Minuten lang werden. Ich werde eh nicht viel machen, ich will nämlich noch die ultimative Bürgermeisterstatue aufbauen. Und ja, dafür habe ich die Diamantschlüssel gesammelt. Jetzt habe ich genug. Und ja, dann werden wir das auch aufbauen, dann haben wir auch die 500.000 Einwohner. Ja, ich habe kaum was gemacht, hin und wieder meinen Katastrophen ausgelöst. Hier bräuchten wir zum Beispiel noch Metall und Plastik. Dann sammeln wir das hier noch ein. Gehen wir mal hier rein. So, dann können wir auch das hier machen. Dann haben wir wieder ein paar Bewohner mehr. Hier brauchen wir noch den recycelten Stoff. Und hier brauchen wir diese eine Sache, die erst vor kurzem hinzugefügt wurde. Das geschnitzte Holz. Na gut, dann mache ich da mal, keine Ahnung, eine Lama-Tempomarke rein, damit das ein bisschen schneller fertig wird. Ansonsten brauche ich noch Stoff und dann gehen wir auch mal kurz rüber zum Grüntal und holen uns da den recycelten Stoff noch ab. So, nehmen wir einfach mal zwei mit. Ja, das können wir auch gleich einsammeln. Ich bin dritter Platz geworden in der Metropolis-Liga. Jetzt habe ich auch genug für die ultimative Bürgermeisterstatue. Und ja, sammeln wir das mal ein. Da haben wir es, die 100 Simcash, die 15 Diamantschlüssel. Und ich mache hier jetzt auch nichts mehr weiter. Ist ja schließlich die letzte Folge. Es gibt ja auch nichts mehr zu tun. Dann gehen wir mal zurück in die Hauptstadt. Dann bereiten wir so ein bisschen was vor für die ultimative Bürgermeisterstatue. Schließlich gibt die einen 100%igen Bonus. Den will ich dann natürlich komplett ausnutzen. So, dann haben wir das hier noch. Das da wird hier noch gemacht. Dann gehen wir mal auch kurz zu Heinz noch vorbei. Ein letztes Mal die Ehre erweisen. So, da sind wir. Ah, er hat leider nichts, was ich brauche. Ich kaufe trotzdem nochmal alles. Dann haben wir hier noch die Leiter. Und hier noch einen Tagesbonus. Ja, alles leider nicht nützlich. Und es regnet natürlich, wie immer. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. So, sammeln wir mal noch alles ein hier. ...192.000 Simoleons. Hier können wir auch nichts mehr machen. Ausbau, okay. Da können wir nochmal ausbauen. Und da haben wir schon die Stufe 12.
Tornado Stufe 2 haben wir jetzt auch. Okay. Hat sich irgendwas verändert? Ich glaube nicht. Naja, doch. Es macht jetzt genau denselben Schaden, bringt aber doppelt so viele Punkte. Das ist natürlich schön. Ich glaube, wir machen heute noch einen Tornado. Dafür muss das hier halt noch fertig werden. Und das dauert vielleicht noch so 3, 3,5 Minuten. Dann gehen wir mal hier zu den Parks. Gehen mal ganz nach hinten. Ganz nach hinten. Da haben wir sie. Oh, der Bereich ist gar nicht so groß. Ich würde sagen, stellen wir da hin, oder? Ah, das ist aber ein Hotel. Wie machen wir das? Hier hin. Ja, wenn denn hier hin. Oder so. Oder so. Das würde 14.000 bringen. Ja, ich glaube, wir machen das so. Dann müssen wir das hier leider weit nach draußen verschieben. Aber wohin? Ja, mache ich einfach hier hin. Und dann kommt hier die Bürgermeisterstatue hin. Na komm schon, da ist sie. 13.000. Ist ganz schön teuer. Und da haben wir auch die 500.000 Einwohner. Da steht sie neben den beiden Luxus-Casinos. Noch einen kleinen Screenshot. Ja, und dann haben wir auch das geschafft. Also wir haben 500.000 Einwohner. Wir haben die Bürgermeisterstatue. Wir haben einmal Maxis Herrenhaus. Und ansonsten eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ja, ich würde ja noch gern hier einmal Tornado 2 ausprobieren. Aber vorher brauchen wir das hier noch. Dafür brauchen wir das da, was noch eine Minute dauert. Ja, das können wir nicht öffnen, weil wir keinen Platz haben. Dann verkaufen wir mal ein bisschen was. 4 Stück davon. Und ja, irgendwie 5 davon. Machen einfach mal das Lager leer. So, das kommt weg. Und 2 davon noch. Ich hoffe, wir können es jetzt öffnen. Ja, jetzt können wir es öffnen. So, natürlich erstmal die beiden Omega-Sachen. Wow, genau dasselbe. Und dann einfach nur noch ganz gewöhnliche Sachen. Und dann mache ich nochmal ein Omega-2 hier rein. Nicht, dass ich es brauchen würde. Und da haben wir das noch. Damit machen wir das letzte Gebäude noch fertig. Und wie viele Bewohner haben wir? 500, ja fast 514.000. Das ist ja eine ganze Menge. Ich hätte nur gern die 514.000 komplett zusammen. Haben wir hier noch irgendwas super Teures? Larry das Lama. Weltgrößtes Wollknäuel. Ja, das wäre auch nicht schlecht.
Ankerpark, nee, eigentlich nicht. Nee. Golfplatz. Joggingstrecke. Wasserspielplatz. Gigantischer Gartenzwerg. Ja, warum nicht? Holen wir uns einen gigantischen Gartenzwerg. Stellen den hier hin. Ah, hier hat er kaum was. Hier kann er kaum was machen. Ja, ist alles irgendwie ein bisschen zugestellt hier. Null Bonus. Okay, ich brauche doch was mit einem großen Radius. Omega Park. Ja, warum nicht? Ein Omega Park. Machen wir den Omega Park noch hin. Und dann noch ein Screenshot davon. Ist ja ein hochmoderner Park hier. So, und dann machen wir noch das letzte Mal ein Tornado Level 2. Oh, ich könnte so viele Desaster jetzt noch machen. Und los geht's. Tornado Stufe 2. 6 Schäden, 4 Punkte. Ja, da kommt auch schon sehr viel dunkler als die Stufe 1. Schnappt sich nur etwas kleinere Gebäude. Ah, nee, doch nicht. Ein paar große noch dazu. Aber eigentlich nur kleine Gebäude. Ja, 6 Häuser hat er zerstört. Ah, und jetzt habe ich sogar weniger als 500.000. Na dann, müssen wir was verbessern. Und? Ja, komm schon. Als ob das nicht gereicht hat. Okay, ein Glas und ein recycelter Stoff. Ein Glas. Drei Nägel, nee. Glas. Zweimal Glas, recycelter Stoff. Und Stück Holz. Da haben wir Glas. Einmal hier Glas. Einmal hier Holz. Und da brauchen wir noch einen recycelten Stoff. Das heißt, wir gehen nochmal zurück zum Grüntal. Sammeln eins hier ein, gehen wieder zurück. Und dann machen wir noch dieses Gebäude. Die beiden werde ich jetzt einfach so lassen, als Erinnerung. Und dann vielleicht das hier noch einsammeln. Naja, doch nicht. Ja, Leute, das war's. Wir haben eine ganze Menge geschafft in diesem Let's Play. Wir sind bei Level 34 stehen geblieben. Haben auch eine riesengroße Stadt mit mehr als 500.000 Einwohnern. Ja, sieht doch eigentlich ganz schön aus. Und vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart bei dieser Serie. Es ist einer der ältesten, genau gesagt die zweitälteste Serie, die ich je gemacht habe. Davor hatte ich halt ein einzelnes SFS-Video.
Also hat sich ziemlich gut gehalten, finde ich. Aber mittlerweile ist es ziemlich langweilig geworden. Es besteht halt nur noch aus Aufgaben machen, Punkte einsammeln, Belohnung einsammeln und dann fürs nächste Mal vorbereiten. Deshalb macht das für mich recht wenig Sinn. Und ja, damit beende ich das jetzt. Wir gehen noch einmal kurz durch die Stadt mit diesem Fotosharing hier. Gucken uns nochmal alles an, was wir hier haben. Also die Bürgermeisterstatue, ganz viele Luxuscasinos hier die Straße entlang. Da nochmal zwei. Hier haben wir einen großen See. Wir haben zwei besondere Gebäude. Hier natürlich die Riesenwachen, Krankenhaus, Feuerwehr und Polizei. Eine ganze Menge an Hochhäusern. Hier haben wir das Maxis Herrenhaus. Ja, ist auch nicht zu verachten. Direkt neben der Universität. Dann hier am Strand haben wir ein paar kleine Sachen. Karussell, Volleyballfeld. Hier haben wir die Pariser Gebäude, Londoner Gebäude und hier weiter hinten auch die Tokyo Town Gebäude. Hier ist unsere ganze Versorgung, Wasseraufbereitung, Pumpstation, Recyclingzentrum, zwei Kernfusionskraftwerke, ein Omega-Kraftwerk, eine alte Mauer, die ich da hingebaut habe zwischen den Folgen. Hier hinten unsere ganze Verwaltung und auch ein bisschen noch Omega-Sachen, Omega-Lager und so. Dann hier in den Bergen haben wir eigentlich eine Menge Hütten. Wir haben auch eine Seilbahn und ich glaube dieses Campinglager oder so von den Bergsteigern. Ja, hier haben wir die ganze Produktion, auch Omega-Sachen. Einen ziemlich großen Wald mit Schwanensee hinten dran, Omega Park. Und hier haben wir auch unser Omega-Gebiet. Einige kleine Omega-Häuser, zwei Luxus-Casinos noch. Ja, und das war's auch schon im Großen und Ganzen. Das war unsere Stadt. Gehen wir wieder zurück. Und nochmal vielen Dank, dass ihr dieses Let's Play so lange verfolgt habt. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Allerdings in der letzten Zeit natürlich nicht mehr so. Ist einfach nur noch langweilig geworden. Ja, das war's mit der letzten Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt wahrscheinlich mich mehr auf SFS und Dictators konzentrieren. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal wieder Clash of Clans. Ja, muss ich mal schauen. SimCity Builded leider nicht mehr. Ist ja nur noch Aufgaben lösen und so weiter. Wisst ihr. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank beim Dabeisein. Und tschüss.